Hallo ihr Lieben, ich freue mich über alle, die nochmal dabei sind und das erste Video gesehen haben und sich nicht von meinem ganzen Gerede haben abschrecken lassen. Aber natürlich auch über alle Leute, die irgendwie neu dazugekommen sind und sich das jetzt anschauen. Kurzer Disclaimer, holt euch eine Tasse Tee oder irgendwas zu essen, weil dieses Video ist leider sehr lang geworden. Ich habe durch das Video verteilt noch Tipps und Tricks, was mir persönlich dabei hilft, wenn ich mich tätowieren lasse. Das seht ihr dann aber auch später nochmal alles ungeschnitten und in Farbe oder wie man es nennen mag. Die Tattoo-Sitzung, die ich euch mitgefilmt habe, war für mich persönlich jetzt die derzeit letzte geplante Sitzung. Es steht jetzt gerade nichts Neues an. Deswegen dachte ich mir, ich nehme euch einfach nochmal mit. Und alle Informationen zu meinem Tätowierer, wo ich hingehe, bla bla, packe ich auch nochmal in die Infobox. Aber für alle, die es jetzt so direkt face-to-face interessiert, ich bin bei Corpse Painter Tattoo in München-Pasing. Dort habe ich bis auf zwei Tattoos alle meine anderen Tattoos machen lassen. Und dafür zuständig war der wunderbare Julian, den ihr dann aber auch ja in dem Video noch sehen werdet. Also ganz viel Spaß euch beim Anschauen. Wie gesagt, seid gewappnet, es ist lang, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude daran. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie mir einfach in die Kommentare. Ganz viel Spaß, bis dann! Hallo ihr Lieben! Eventuell hat es mich motiviert, ins Gym zu gehen, dass mein Getränk zu meinen Schuhen passt. Also so grob. Also so ein bisschen. Nein, Spaß, die Schuhe sind neu. Ich muss sie heute mal austesten, ob ich mir übel die Blasen laufe oder nicht. Aber eigentlich geht es ja um Tattoos. Und um die Tatsache, dass man mit frischen Tattoos nicht ins Training gehen sollte. Und deswegen dachte ich mir, ich gehe vor meinem frischen Tattoo ins Training. Beziehungsweise mache ich heute nur Cardio, weil wir wollen nicht auf einen frischen Muskelkater tätowiert werden. Bis später. Ich habe es jetzt vom Gym nach Hause geschafft. Ich habe mir, wie man sieht, die Haare gewaschen. Tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ich schaue immer, dass ich meine Haare davor noch wasche, weil danach mit frischem Tattoo und Schmerzen unter die Dusche ist ein bisschen ungeil. Deswegen, ja, ihr seht im Hintergrund, ich habe jetzt irgendwie so alles aufgebaut, was ich morgen mitnehme, damit ich euch das gleich zeigen kann. Und ja. Ich mache das wie so ein kleines Kind, so wo die Mama dann im Voraus die Klamotten rauslegt. Ich schaue auch, dass ich mir das am Abend davor herauslege, weil ich in der Früh dann keinen Bock habe. Sinnvollerweise eine Jogginghose, sinnvollerweise ein Top, wo ich genau weiß, dass es schön weit ist, ich es irgendwie als Knoten nach oben binden kann oder keine Ahnung was. Ich habe im Prinzip jetzt alles hier aufgebaut, was ich immer unbedingt brauche, wenn ich tätowiert werde. Für mich persönlich habe ich halt so eine Routine herausgefunden, was jetzt für mich persönlich am besten funktioniert. Das ist eh bei jedem anders. Klar, wenn du jetzt einen kleinen Schriftzug bekommst, dann musst du dir halt nicht voll die Gedanken machen, was du anziehst, machst, tust, bla, keine Ahnung. Aber ich finde immer, je größer das Tattoo und je anstrengender die Sitzung, desto mehr macht es halt Sinn, sich im Voraus Gedanken zu machen. Deswegen, tada! Da ich jetzt letztes Mal, als ich unterwegs war, so begeistert von dem Rucksack war, haben wir einen Rucksack. Und ich packe in meinen Rucksack. Tatsächlich, das Allerwichtigste für mich, wenn ich tätowiert werde, ist dieser Schal. Und das hat den einfachen Grund, dass er unfassbar groß ist und ich mich, egal ob mir kalt ist oder ich meine Ruhe haben will, mich einwickeln kann.
Für mich persönlich, ich halte einfach am besten durch, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht, wie ich das rausgefunden habe. Das macht einfach am meisten Sinn für mich. Also wenn ich mich einfach, wenn es mir so richtig dreckig geht, dann kann ich mich einfach unter der Decke verstecken und habe dort meine Ruhe und kann mich dort so ein bisschen rauszonen. Und das funktioniert halt für mich persönlich am besten. Deswegen habe ich diese riesige Decke dabei. Mein Freund sagt immer, das ist wie so eine Rheuma-Decke. Und genauso fühle ich mich auch, als hätte ich Rheuma mindestens. Also das ist Nummer 1. Wichtig, ich schaue mal, dass ich Wasser dabei habe. Einfach, weil es nichts Beschisseneres gibt, als so beim Tätowierer zu sitzen und festzustellen, jo, ich muss jetzt nochmal zum Bäcker um irgendwas holen oder ja, ich trinke Leitungswasser oder keine Ahnung so. Wenn man eine Flasche am Platz hat, ist gut. Auch gut, irgendwas mit Zucker. Ich habe mich jetzt für Apfelschorle entschieden, aber nur weil wir sonst zu Hause ständig Cola Light trinken und irgendwann ist es so, ja, vielleicht wäre Apfelschorle besser, einfach nur weil Apfel draufsteht. Zum Filmen für morgen ein kleiner Tripod. Wie ich schon gesagt habe, Klamotten, halt irgendwas Bequemes. Ich habe jetzt meinem Freund noch seinen Pulli geklaut. Er wird mich schimpfen, wenn er das sieht. Aber im Prinzip, für mich persönlich, das Beste ist halt irgendwas mit einem Reißverschluss vorne. Einfach nur, weil man den, also theoretisch, wenn der Rücken tätowiert wird, kannst du die Jacke halt falsch rum anziehen. Das heißt, du kannst den Rücken zippen und musst nicht vorne so oben ohne rumlaufen. Ist halt jetzt für Männer nicht so interessant, aber für Frauen schon. Dann, weil wir morgen halt so in der Underboob-Region unterwegs sind, habe ich mir jetzt aus dem Studio bei uns ein schwarzes Klebeband mitgenommen. For them boobs. Also das packe ich mir ein zum Abkleben. Kameratasche, Traubenzucker, auch immer gut. Ich bin halt so jemand, je länger man die Vorlage draufsetzt oder je länger man halt rumstehen muss zum Vorbereiten, desto schwindeliger wird mir mit der Zeit. Das mag mein Kreislauf immer gar nicht, deswegen Traubenzucker ich auch dabei. Im Studio sind aber alle so lieb zu mir, die wissen das schon. Und dann geben sie mir immer Cola. Dann bin ich auch fröhlich. Oder Spezi. Handy-Ladekabel, auch selbsterklärend. Bei mir sowieso. Super wichtig für mich Kopfhörer. Ich schaue, dass ich immer Kopfhörer dabei habe, weil die Tage ohne sind übel scheiße. Aber einfach nur, weil du dir halt nicht aussuchen kannst, welche Musik läuft in den meisten Studios. Und wenn man da so ein bisschen anfällig ist, was läuft, dann ist das halt praktisch, logischerweise. Vergisst man aber immer schnell. Was ich auch super wichtig finde, Ibuprofen. Einfach nur, weil es entzündungshemmend ist und wenn du halt da 5, 6, 7 Stunden liegst, dann wäre es irgendwie ganz cool, danach irgendwas zu haben, was dem Körper ein bisschen weiterhilft. An sich irgendwas zum Essen wäre gut mitzunehmen. Ich habe mir jetzt nur so einen Proteinriegel geschnappt, weil ich weiß, dass der übel satt macht und wir die gerade noch zu Hause haben. Aber was ich auch cool finde, ist eine Banane. Irgendwas, ja, nochmal mit Zucker wäre halt super. Was wichtig ist, irgendetwas, das geruchsneutral ist. Es gibt nichts Schlimmeres, also ich weiß es von mir, als Kunden, die dann irgendwie Essen mitbringen, so weiß, rennt gerade mit dem Döner ins Tattoo-Studio und so. Damit dann alle da sitzen, niemand irgendwie was sagt und sich jeder denkt, du Arschloch. Ja, super wichtig, Geld, haha, logischerweise. Ich kriege es immer wieder mit, dass Leute halt dann so letzte Sekunde zum Bankautomaten rennen und dann kann man mal wegen nur 200 Euro auf einmal abheben oder die Abhebesumme ist begrenzt, ist bei ganz vielen so. Ich schaue, dass ich einfach mein Geld immer am Vortag schon parat habe, weil dann muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen. Also Geld, die Kopfhörer. Was ich persönlich auch noch cool finde, sind irgendwie so Flauschsocken, aber wie gesagt, mir wird immer kalt. Ich habe es jetzt noch nicht rausgelegt, aber es ist eh gerade Hochsommer, deswegen haha, brauche ich hoffentlich nicht. Und mein Tätowierer ist so großartig, hier hat jetzt eine Liegemittelzeitung und ja, das ist real. Noch ein kleiner Tipp für alle Mädels, gerade wegen so Underboob-Regionen oder so. Das Problem ist immer, egal ob jetzt Rücken oder irgendwie so Brustbereich im entferntesten Sinne, was immer scheiße ist, wenn du dann am Ende fertig verpackt bist,
und dann versuchst irgendwie dein BH anzuziehen. Und gerade wenn dein Tätowierer männlich ist, dann schaut er dir gerne so ein bisschen dabei zu, weil er halt nicht direkt herkommen will, oh, soll ich dich zusammenhaken? So klar, je länger du den Tätowierer kennst, desto weniger ist es ein Problem. Aber was ich super schlau finde, ist, haha, ein BH, der vorne aufgeht. Im Prinzip kannst du dir dann nämlich anziehen wie einen Rucksack und einfach vorne zumachen und dann muss dir niemand helfen und du musst halt nicht, wenn du vorne oder hinten eingepackt bist, so fünfmal rumziehen. Das betrifft Rippentattoos genauso. Finde ich einfach super praktisch. Alles in allem kann man halt immer sagen, das Beste, was man machen kann, ist sich flexibel anzuziehen. Also im Prinzip Zwiebellook. Den einen wird zu warm, den anderen wird zu kalt. Es kann irgendwie sein, dass du nur eine bestimmte Stelle halt freilegen musst, was ich auch immer wieder sehe, so gerade wenn Leute oben an der Schulter tätowiert werden und ein T-Shirt kommen, dann hängst du im Prinzip da, da muss alles gekrempelt werden, das ist halt auch scheiße. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass jemand für ein Oberschenkel-Tattoo in einem langen Jumpsuit gekommen ist. Auch ein bisschen unpraktisch. Also im Prinzip ist es einfach das Logischste, sich smart anzuziehen, so ein bisschen auf sich selbst zu schauen. Es bringt nichts, mit hohen Schuhen in ein Tattoo-Studio zu laufen. Du gehst dorthin im Prinzip wie zum Sport. So, es interessiert niemanden, ob du dich herrichtest, weil spätestens, wenn ihr durch seid, bist du durch. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen irgendwie weitergeholfen. Wie gesagt, was immer super praktisch ist, also ich hasse Haare waschen, ja, ich hab's gesagt. Wenn man im Prinzip einfach im Voraus alles macht, was man dann im eingeschränkten Zustand nicht mehr so gut hinbekommt. Also sprich, Haare waschen, duschen, rasieren, was auch immer es halt ist. Zum Thema Rasieren, weil auch alle immer fragen, ja, soll ich mich vorm Tattoo rasieren? Ich weiß nicht, wie das geht, bla 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 bla. Im Prinzip als Frau, klar, kennt man sich aus, da schneidet man sich nicht unbedingt, ist aber meistens so, dass eh jeder Tätowierer nochmal hinrasiert. Einfach weil es die Haut anraut, weil dann die Vorlage länger hält. Deswegen im Zweifelsfall, was gut wäre, am Abend davor eincremen, dass die Haut gut vorbereitet ist, aber es bringt halt nichts, direkt vorm Termin nochmal ewig einzucremen, weil wie gesagt, die Vorlage muss halten. Und sonst steht ihr da am Ende eine halbe Stunde da und der Tätowierer reibt da mit Alkohol rauf und runter, damit alles runter ist. Es gibt auch Leute, die dann Glitzer-Body-Lotion zu Hause haben. Einfach nichts machen. Also je weniger man macht, desto besser. So viel dazu. Ich werde jetzt schlafen, weil es ist schon übel spät. Und letzter Tipp für heute. Früh ins Bett gehen. Yo, ich habe schon gefailt. Aber dafür bin ich, was den Rest angeht, wenigstens vorbereitet. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich weiß jetzt nicht so genau, was dieser ramponierte Marienkäfer auf meinem Auto mir sagen möchte. So Marienkäfer für Glück, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den allzu ernst nehmen sollte. Ja. Guter Tag heute. Ich stehe im Stau. Großartig. Es ist so, normalerweise fahre ich immer ewig früh los und sitze dann rum. Und jetzt ist die ganze Strecke, wo ich sonst irgendwie entlang fahre, einfach nur gesperrt. Toll. Also außenrum. Deswegen, nächster Tipp. Fahrt frühzeitig los. Haha. Servus. Ohne vor euch hat gesagt, ihr redet nur bayerisch. Und das kann ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Mein Bayerisch ist nicht so gut. Aber halt nur so ein bisschen. Das passt schon. Das war jetzt aber auch so ein Stress. Und noch einen Parkplatz finden. Ich weiß nicht.
Bei mir sind die Tage, an denen ich tätowiert werde, immer stressig. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das ist aber bei mir immer so mit Terminen. Ich bin einfach terminungeeignet. Mit dem Teil. Ja. Ja, den, das dann lassen, dann darüber, da und dann den Teil. Okay? Ich freue mich so richtig. Das dachte ich mir, ja. Heute muss ich mich zusammenreißen. Das sehen dann alle Leute im Internet. Ja, genau, das ist natürlich auch so. Viel Spaß. Ist ja mittlerweile salonfähig, dass alles nachgestochen werden muss. Ja. Ich bin so geil. Manchmal habe ich wirklich Leute da. Ja, können wir dann noch einen Termin zum Nachstechen ausmachen? So, du musst das nicht nachstechen. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ja, in wie vielen Jahren muss man es nachstechen? So, ab wann stecht man es dann nach? Das, wenn du es einigermaßen pflegst, dann passt das. Aber es macht halt schon einen Unterschied, ob du dich mit Lichtschutzfaktor 50 einschmierst oder halt gar nicht. Ja, und ob man generell ein Sonnenmensch ist oder wie es halt ausschaut. Genau, auch generell, wie schnell du braun wirst. Weil oder Leute, die noch ins Solarium rennen oder das, keine Ahnung. Das ist echt so. Wollen wir gar nicht anfangen. Ja. Tatsächlich habe ich morgen und übermorgen frei und freue mich so an. Gut, dass es da nicht höllisch weh tut. Dieser Wein noch mal richtig mit Kauer. Dann kam es auch gleich so weit. Thank you.
Video werden alle denken, dass ich voll der kranke Bastard bin und meine Kunden hier voll quälen. Das stimmt. Kommen so Kampagnen, Don't go to Julian. Der Julian ist ein ganz lieber. Es wäre gut, wenn du das betonst. Der Julian ist ein ganz lieber. Das ist unsere Blackout Lisa. Richtig fröhlich. Nein, aber lieber bevor ich umkippe, so einmal so machen. So, ich habe es geschafft. Und passend zu, ich habe es geschafft, regnet es jetzt. Sehr, sehr schön. Ich bin jetzt gerade beim Einpacken dann nochmal was zusammengeklappt. Aber das ist jetzt alles dann wieder in Ordnung. Wie gesagt, ich wurde wieder liebevoll mit Spezi versorgt. Es sind alle so unfassbar süß da drin. Und ich kann das Studio echt nur jedem ans Herz legen. Ich kann nicht mehr reden. Gute Güte. Wir haben heute noch 2-3 Linien an meinem Rücken nachgestochen. Wir haben geschaut, dass mein Bauch fertig ist. Wir haben an meiner Schlange noch ein wenig weiter strukturiert. Und wir haben meine linke Achsel fertig gemacht. Und ich bin jetzt echt massiv stolz, dass ich alles geschafft habe, weil ich habe wieder mal ein paar Tränchen vergossen und tätowiert werden ist scheiße und bla. Aber es ist vollbracht! Woo! So, wir sind beim Teil der Abendunterhaltung angekommen, wo ich mich endlich duschen gehe. Yay! Ich bin richtig am Arsch. Ich habe jetzt schon eine halbe, vielleicht eine Dreiviertelstunde geschlafen. Und es hat so gut getan und ich möchte eigentlich direkt weiter schlafen. Aber ein frisches Tattoo in Folie möchte gewaschen werden. Oh. Ja, also werde ich das jetzt mal auspacken und gucken, dass ich dann sauber werde. Alle, die sich fragen, wie das dann aussieht, haha, das ist ein richtiges Tätowiert-Werde-Bad. Wir haben Händedesinfektion, Klebeband, Frischhaltefolie und Bepanthen. Ich bin jetzt frisch verpackt im Bettchen. Nein, meine Schultern gehen nicht weiter runter. Es tut weh.
Ich fühle mich gerade wie so der typische Pumper, so Hauptsache die Arme schön weit weggestellt vom Körper, aber es geht gerade nicht anders. Also deal with it. Ich werde mir jetzt noch zwischen Tüll und Tränen anschauen, weil das ist das Einzige, was mich an so einem Tag noch glücklicher machen kann. Und ich hatte Buchstaben so dazu. Also mir geht's eigentlich, ich habe das Rundum-Sorglos-Paket gebucht. Und ja, abgesehen davon, wahrscheinlich werde ich nach 5 Minuten einschlafen. Also, gute Nacht.